Wenn meine letzte Hoffnung schwindet, wird ein Engel herabsteigen und die Verzweifelten erretten. So ist der Lauf der Dinge. Johann Sokol, mein Förderer und Wohltäter, ist nun auch mein Retter. Erst unterstützte er großzügig meine Expeditionen, und dann hielt er König Wenzel, der nun wieder auf dem Thron sitzt, dazu an, mich vor einem grausamen Tod zu bewahren. Nachdem er meine Freilassung erreicht hatte, bedachte mich Sokol mit einer weiteren Ehre und machte mich zum Offizier seiner Söldnerarmee. Ich führe diese Truppen nun an. Doch vorerst haben wir den Blick nicht auf Böhmen gerichtet. Im Nordosten ist ein brutaler Konflikt zwischen zwei uralten Feinden ausgebrochen. Der Deutsche Orden, eine fanatische Bruderschaft aus Kreuzfahrern, führt Krieg gegen das wachsende Königreich Polen. König Władysław Jagiełło von Polen, den seine litauischen Verwandten noch als Jogaila kennen, hat die Initiative ergriffen und ist tief in teutonisches Gebiet vorgestoßen. Da er weiß, dass er mit der polnischen und litauischen Armee sein Ziel nicht erreichen wird, hat er unsere berühmte Kompanie böhmischer Söldner angeheuert. Wir zählen zu den besten Schwertkämpfern in ganz Europa, aber die Deutschritter und ihre Verbündeten sind uns beinahe ebenbürtig. Auf den Feldern nahe Grunwald wird Mut sich bezahlt machen oder zu einem ruhmreichen Tod führen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Age of Empires 2, Jan Dziszka, die zweite Mission. Ich musste gerade übrigens ein bisschen schmunzeln, weil es jetzt anfängt bei den neueren Kampagnen, dass der Text nicht zu dem Gesprochenen passt. Im Text steht, sind uns gewachsen, und er sagt, sind uns irgendwie annähernd ebenbürtig. Alter, was ist mit der Karte los? Oh mein Gott. Der ist die groß. Okay, litauische, polnische Meer hat er ja gesagt, ja. Da bin ich. Rot ist, den Namen werde ich niemals richtig aussprechen können. Władysław Jagiełło oder Jagiełło? Irgendwie, keine Ahnung. Rot, ja, rot. Ja, genau, hier dieser Rote muss überleben. der Rote, der Zweite, ja. Ich denke mal, Władysław hat er gesagt, aber dieses Jagiełło, keine Ahnung. Besiegen Sie den Deutschen Orden 5 Grau. Ja, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Oder, weil wählen Sie im Weg zum Sieg, heißt ja eigentlich, wir müssen dazwischen wählen, töten Sie die drei Kommandanten des Deutschordens. Mhm. Ulrich von Jungingen, Friedrich von Wallenrode und Kuno von Liechtenstein. Ja. Also entweder die Kommandanten umbringen oder den Grauen töten. Und dann gibt es noch irgendwie Gelb mit den Kreuzrittern, die dann logischerweise auch wahrscheinlich Gegner sind, irgendwo rumlatschen. Gut, okay. Wir haben 150 und Imperialzeit. Sehr schön. Wir werden euer Stadtzentrum gegen teutonische Angriffe verteidigen, Hoheit. Ich kann auch nichts anklicken. Dziszka, bereitet die Truppen vor, denn an diesem strahlenden Tag sollen sich die mutigen Männer Böhmens bewähren. Unser Hochmeister Ulrich schickt euch diese beiden Schwerter, auf dass ihr euren Mut findet und den Kampf nicht weiter hinauszögert. Wenn es euch an Platz mangelt, um eure Truppen aufzustellen, werden wir ihn euch geben. Wir nehmen diese Schwerter und euer Land als Vorzeichen des kommenden Sieges an. Denn die Macht, der wir dienen, blickt nicht wohlwollend auf Hochmut und Stolz. An diesem Tag sollen wir kämpfen, nicht beten. Wohl wahr, Vytautas. Locke mit deinen litauischen Truppen die feindliche Flanke hervor. Vorwärts, Männer! Lietuva! Ein litauischer Abschaum greift an! Christ ist erstanden! Christ ist erstanden! Das geht ja. Zurück, um den Feind hervorzulocken. Schlag zu, Savisa! Bogorodica! Da gehen sie los. Oh, was seid ihr denn für Jungs? Viel zu lang warte ich vom Schatten beschwert. Nun ziehe ich mein gefürchtetes Schwert. Los jetzt! Da oben gönnen sich auch. Macht sie nieder! Kommt Alter! Okay, die kriegen auf jeden Fall in allen vor auf die Fresse, denke ich mal. Junge, Junge, was ist denn da jetzt alles abgegangen, ey, krass. So, okay, wir gehen damit erstmal in Holz, hier Nahrung. Erstmal ganz kurz die Echo aufbauen.
Jetzt hab ich gerade vergessen, weil ich habe ein bisschen Ranked gespielt gehabt. Was genau mache ich nochmal für Sachen? Ich hab's vergessen, Mann. Genau, Schießpulver Mönchsvolk war das. Genau. Wir haben unsere Hellebardiere besser, das heißt, wir können auf jeden Fall Trash spülen. Und dann noch Handkanoniere und Kanonen, weil Kanonen sind hier ja sogar als Haufen Nizen besser. Müssen wir auch mal testen. Und ja, Kavallerie war scheiße bei uns. Genau. Wir können die Dorfbewohner besser machen und schneller durch Kirchenforschung, habe ich auch wieder vergessen. Ist es halt schwer, die ganzen Völker alle auswendig zu lernen, aber irgendwann kriege ich es alles hin. Die ganzen alten kriege ich ja schon jetzt hin, die ganzen neuen, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Hussitenwagen, ja, da bin ich mal gespannt, wie der eigentlich ist. Also dieses gute Gefährt hier, den werden wir auf jeden Fall testen. Ja, ansonsten machen wir eine Trash und Handkolonieren, ne? Ja, das passt eigentlich ganz gut. Machen wir schon mal den hier auf jeden Fall. Das haben wir schon. Dann können wir eigentlich direkt alle Echo-Forschung machen, weil die sind schon mal eigentlich extrem wichtig. So, die Scouts gehen auch schon mal ab dafür. Oh, der Grüne hat sogar gewonnen. Guck mal an. Der Grüne gönnt sich richtig. Okay. Was ist mit euch? Warum geht denn ihr da hin? Ano? Zbieram. Da habt ihr nichts zu suchen, Jungs. Ano? So, ano. Ihr geht bitte einmal die Kür schlachten. Zbieram. Und du gehst... Lovím zvěř, čepu dřevo. Lovím zvěř, žádá. Budíš. Vykonám budíš. To. Ano, vykonám. Ano, budíš. Vykonám to. Lovím zvěř. Ihr sagt bitte mal ganz kurz die 5. Damit ich das hier schön auf den Hopkey drücken kann, ist einfacher. Und dann können wir hier schon mal 30 Trash-Units bauen. Okay, die wurden abgeschlachtet instant. Die sehen auch geil aus, ne, diese Kreuzritterreiter. Richtig nice. Ah, die sind sogar stärker als die Paladine, krass. Ja, finde ich cool sowas. So Sonderunits in die Mission finde ich immer richtig nice. So, jetzt haben wir 13 Nahrungssammler, jetzt können wir mal langsam Richtung Gold und Stein gehen hier. So, da dran, du bist auch da dran, die nächsten gehen in Gold. Sehr schön. Jsem připravena. Šepu dřevo. Robím v dolu, co žádáš? Šepu dřevo. Robím v dolu. Jsem připravena. Šepu dřevo. Robím v dolu. Ano. Ach, die hat schon Gold, ja. Dann ist ja easy. So. Ne, ihr könnt mal bitte da sammeln, die ganzen Units. Oder da oben, ist auch gut. Co přikazuješ? Jak žádáš? Ano. Jak žádáš? Was im Spielbaum? Jan Žižka geht natürlich sehr viel hinten hin. Du gehst bitte ein bisschen scouten, einfach mal so, was geht. Ihr wartet noch kurz da, seid nämlich dann die Ersatz-Units. Zum Scouten. Ihr geht dahin und macht schon mal. Ja, du kommst mal ganz kurz her und machst schon mal den hier. So. Schön dazu machen. Und danach machst du bitte Häuser. Stavim. Gönn dir. Schepu drzewo. Naja, schieß dir ruhig, ist mir egal. So, noch ein paar mehr Units. Du gehst jetzt bitte mit an Holz. Du gehst da weg und gehst bitte mal da unten hin. Dann haben wir genug Goldhacker und so erstmal zusammen, dann passt das. Dahin. Okay, er wird sterben, das ist egal. Es geht ja nur darum, uns ein bisschen scouten zu gehen, ja? Mal gucken, was passiert, wenn er scouten geht. Die können ruhig sterben, die Jungs, das ist ja halt komplett irrelevant. So, Architektur machen wir auf jeden Fall. Ich bin überlegen, ob ich Kanonentürme mache, weil wir halt Schießpulver-Units sind, eigentlich. Also ein Volk. Ich meine, warum nicht, ne? Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage, ha? Nö, eigentlich macht es jetzt nicht so viel Sinn, ne? Ist eigentlich egal. Nicht töten. Mach doch sowas nicht. Ja, aber mehr brauchen wir eigentlich nicht, ne? Weil wir haben jetzt schon Chemie und sowas geforscht. Alles schon drin. Alles easy. Kann man dann so lassen, ne? Ja. Co žádáš? Čepu dřevo. Ano. Čepu dřevo. So. Gold haben wir auf jeden Fall jetzt genug. Dann können wir mal davon mal 10 Stück machen, auf jeden Fall. Ano. Ano, pane. Ja, das ist so ano, pane.
Also der Grüne hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen was drauf. Was hat denn da für Units? Sind das Steppenreiter? Nee, Leitzes sind das. Ah, das sind Steppenreiter. Nicht? Gefällt mir. So, das haben wir auf jeden Fall alles. Das brauchen wir noch ein Holzfällerlager eigentlich. Das kannst du mal da hinsetzen, damit das schon mal gebaut wird. Jedes andere Wildschwein killen. Ano. Du kommst runter ganz kurz her, machst da schon mal eine Mühle. 1, 2, 3, 1, 2, na scheiße, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dahin. Stavim. Ano. Hä? Ich kann keine Burg bauen. Oh, darf ich wohl nicht. Das ist ja doof. Ja, wie ärgerlich. Ja, dann halt nicht. Ano. Dann kommst du trotzdem mal ganz kurz her. Stavim. Dann machst du zumindest noch so ein paar Kasernen dahin. Ich darf auch nur die Tore bauen. Stavim. Ist ein bisschen ärgerlich, aber das passt schon. Stavim. Noch ein bisschen was davon. Perfekt. Da ist auch schon alles geforscht. Easy. Hier noch nicht. Machen wir die noch ganz kurz. Dann haben wir wenigstens die ganze Eco fertig. Noch mehr Dorfbewohner. 150 war maximal. Ne? Nur noch mal ganz kurz checken. Ja, genau, 150. Okay. Ja, wozu sammle ich denn eigentlich Stein, wenn ich das nicht nutzen darf? Ich lese mal ganz kurz den Hinweisen nach, weil irgendwie ist das doch ein bisschen frech. Eine umsichtige Rationierung der Vorräte bedeutet, dass die gesammelten Rohstoffe deutlich länger vorhalten als gewöhnlich. Hm, nett. Burgen und Steinmauern können in dieser Mission nicht gebaut werden. Ihre Armee hat sich versammelt, um zu kämpfen, nicht um Befestigung zu errichten. Oh, Entschuldigung, dass ich mich verteidigen möchte. Frechheit. Suchen Sie das Gleichgewicht zwischen dem Halten des Zentrums und der Unterstützung Ihrer Verbündeten an den Flanken. Wenn einer von beiden aufgerieben wird, wird der Sieg sehr viel schwieriger zu erlangen sein. Cool. Böhmische Speereinheiten fügen Kavallerieeinheiten zusätzlichen Bonusschaden zu. Nutzen Sie diesen Vorteil gegen die schweren, berittenen Kräfte Ihrer Gegner. Ja, das mache ich doch eh. Aber du es gerade sagst, wir könnten mal wieder ein paar produzieren. So. Bin ich eigentlich extra gezählt mit... Ach, die sind in die falsche Richtung gebaut. Oh, oh. Stavim. Stavim. Ach, ist auch egal. Ano. Stavim. Passt schon. Zdash buch. Stavim. Co žádáš? Ist nicht so schlimm. Stavim. Co žádáš? Stavim. Jsem připraven. Stavim. Zdash buch. Stavim. Einfach mal ein paar Felder setzen. Stavim. Co žádáš? Stavim. Zdash buch. Stavim. Co žádáš? Stavim. Zdash buch. Stavim. Siehst du, passt. Ja, auch noch bitte ganz kurz. Stavim. Co žádáš? Stavim. Jsem připravena. Stavim. So. Zdash buch. Stavim. Jsem připraven. Stavim. Dann haben wir die ganzen Felder, die ich brauche, erstmal schon mal ein bisschen durch hier. Holzfelder müsste gleich eh noch ein paar kommen. Wenn die denn sich mal dazu entschließt, um ein paar mehr Häuser zu bauen. Weißt du was? Du brauchst eh gerade ein bisschen Stein. Stavim. Na, das eine ist ein bisschen schief geworden. Das sehe ich auch gar nicht ein, das so zu lassen. Jsem připraven. Ey. Stavim. Nicht falschen Hotkey drücken. Stavim. So, und danach kannst du wieder daran gehen. Hast du wenigstens was zu tun? Lol. So, du bist eh auf Defensiv, ist gut. So, wir haben noch ein paar Hütten gebaut jetzt hier, ne? Sehr schön. Du kannst bitte noch ganz kurz da Dinge hinbauen. Stavim. Ach so. Erst für die Hotkeys wieder verpackt. Stavim. Egal. Stavim. So, und dann noch einen kurzen Turm bauen. Weil, warum nicht? Gut, und dann kann der nächste nochmal scouten gehen, weil ich brauche keine leichte Kavallerie. Die ist komplett unnötig. Oh ja, bei denen sieht es vielleicht ein bisschen doof aus, bin ich ehrlich. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Bojujme. Vašim službám. So, dann gehen wir mal ganz kurz zu helfen. Co přikazuješ? Ano, pane. Können wir dann eh hier oben lang gehen, um den mal ein bisschen kaputt zu machen. Das ist eh eine ganz gute Sache. Machen wir 75, 70? Wobei reicht eigentlich so mit 62 drauf wohnen, oder? Zdash buch. Nö, ist schon gut. Ist schon gut. Der kriegt aber gut aus dem Maul hier, ne? Naja, muss er ja wissen. Ich dachte, der Grüne wäre gut, aber der ist ja voll, dafür ist er voll inkompetent. Schade, sehr, sehr belastend. Machen wir ganz kurz davon ein paar. Geht schon. Belagerungsingenieure. Dann darf ich auch keinen Triebocke bauen, ne? Ja, ein bisschen frech, bin ich ehrlich. Naja.
Dann muss ich wohl leider darauf umsteigen. Oder wir bleiben halt bei Infanterie komplett. Aber wir machen mal trotzdem einen Stavim. Davon. Schade nicht. Robím v dolu. Jsem připravena. Machen wir nochmal drei Stück mehr. Ano. Štěpu dřevo. Žádáš. Zbieram. Ano. Zbieram. Co žádáš? Zbieram. Stavbu. So, du gehst mit Ankovic. Pravdudíš. Stavím. Vaším službám. Huch, das sind ein paar gestorben. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. So, bitte mal da hinten hingehen. Killen. Sehr schön. Was können wir hier machen? Ach genau, ich bin der Dumme, wir haben die Hofnitzen, Leute. Ach, ich wollte schon Drehbock bauen, siehst du mal. Sehen die Forschung anders aus? Hab ich schon ewig nicht mehr gesehen. Die sehen so krass aus, die Bilder irgendwie. Na, ich will mal wissen, wie dies aussieht. Ach, ich bin jetzt schon voll vom Bevölkerungslimit, ja, ist ja stark. Da machst du trotzdem mal kurz ein paar Belagerungskanonen, weil die brauchen wir eh safe. Was ist denn das warm? Doutoku! Doutoku! Dann kannst du noch mal ganz kurz ein paar davon machen. Stavim. 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 Nein, Stavim. Jetzt bitte. Nicht Stavim. Gleich erst. Stavim. Stavim. Robím v dolu. Oh, robím v dolu. Jsem připravena. So, zwei von euch gehen bitte mal mit einem Gold. Da haben wir 15 Stück daran. Das ist ganz gut. Robím v dolu. Jsem připravena. Žádáš. Zdaš Buch. Da. Robím v dolu. Schön aufteilen. Dann sind wir eigentlich, was die ganzen Forschung angeht, alle durch, ne? Ja. Noch kurz ein Kloster machen, um die Dorfwohner zu verstärken oder so. Das könnte sich auch lohnen, glaube ich. Wen nehmen wir denn da? Ach, mach mal da. Ist ja scheißegal eigentlich. Alter, was geht denn da? Doutoku! Doto! Bojujme! Co přikazuješ? Rein da, Jungs! Der lässt sich aber auch gut wegmachen, der Junge, ne? Guck mal, der blaue greift wenigstens an. Kavalier und zwei Anschwertkämpfer und normale Sturmböcke. Der ist ja nicht mal durchgeforscht. Was ist das denn? Was stimmt du warm? Wunderschön. So, ganz kurz hier hingehen. Haben wir schon alles, was wichtig ist. Cool. Gut. Ja, mach mal die auf die Kanone, das wäre echt hilfreich. Hallo. Was stimmt du warm? So. Siehst du? Mit den Leuten läuft's echt gut. So, Trikano, geht ihn killen. Ano. Mhm. Die macht trotzdem nur einen Schaden bei dem, das ist ja belastend. So, Trikazuesch. Ano. Rozumim. So, Trikazuesch. Okay, die Dings ist gleich kaputt. Perfekt. Dann seid ihr jetzt mit einer neuen 5. Ihr geht dahin. Genau das wollte ich machen, danke. So. Und dann machen wir jetzt die Haufnitzen. Bin mal gespannt, wie die aussehen. Und die setzen wir, weil die 3 sammelt sich da. Die 4 in der Mitte. Und die 5 ganz hinten. So. Jak žádáš, schön hier bleiben, damit ihr helfen könnt. Jak žádáš. Kurz immer auffüllen ins Intro. Zack. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Gradagash. Schön. Gold haben wir eh genug auf der Karte hier. Das ist absolut easy. Co žádáš. Ah, die halten echt viel länger, ne? Voll krass. Das ist nice. Ja, dann mehr davon, ne? 3 dahin. Der weicht sogar mit dem Scout aus. Guck's dir an, ey. Ist der krank, der Junge. Was stimmt's Rozumím? So, wie sehen die Haufnitzen aus? Ich bin so gespannt jetzt. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Weil die kenne ich echt noch nicht, die Units. Na komm. Oh. So, rozumím. Und? Na komm. Gut. Okay. Ano, ja, ano, na, schlecht, bin ich ehrlich. Was stimmt's du, nicht hauen. Was soll denn das? Okay, da kommt der Gelbe wieder.
vašim službám. Do zbraně! Ano, so, rozumím. Jsou, jsme zvej. Darauf bitte. Co přikazuješ? Bojujme! Sehr schön. Ich will noch mit ein paar Schießanlagen, bitte. Sind připraven. Am besten irgendwo hier hinten rein, oder so. Zdáš Buch! Hoppala, warum sind die im Idle? Da doch noch hier. Perfekt, erstmal außerhalb killen. Ist auch egal. Einen dahin. Dahin. Und dahin. Scheißegal, wohin. Und dann kannst du wieder hier hingehen. Zack. Zack. Ano. Ano, pane. Ano, pane. K vašim službám. Jak žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Vašim službám. Ano, pane. Ano, pane. Super. Co přikazuješ? Dann gehen wir wieder da oben hin. Ano. Bojujme. Mein Gott. Welche Hotkey seid ihr? F, ne? Ja, F passt. Mach mal 5 neue kleine Hofnizen da rein. Bin mal gespannt, wie stark die sind. Ich erwarte viel, bin ich ehrlich. Na, genau das auf jeden Fall, danke. So, ihr habt nichts zu tun, das ist nicht so schlimm. Ihr könnt dann einfach woanders zacken gehen. Ach, weißt du was, geht aber mit der Gold. Das passt schon. Ja, die machen auch Teambeschuss, ne? Das ist ein bisschen doof. Ist nämlich auch kein Fan von Kanonen eigentlich. Weil... RIP eigene Leute. Das ist mich genau das Problem, was ich mit denen habe immer. Also das weiß ich nicht. Eigentlich kacke. Oh ja, putz, Junge. Würde ich sagen, geh mal rein da, ne? Ist ja scheißegal, einfach nur kämpfen. Rein. Ja, du triffst nur die Verbündeten so. Stark. Ja, nee, ist, ich weiß nicht, Kanon, ich bin da nie ein Fan von gewesen. Da musst du so krass aufpassen, was die machen überall. Weiß nicht, ob sich das irgendwie lohnt. Ich würde sagen, wir gehen einfach die drei Kommandanten töten, oder? Das ist auch irgendwie einfacher, als jetzt einfach alles von Grau kaputt zu machen. Die müssen eh da reinlaufen, also von daher macht es ja gar keinen Unterschied. Rozumím. Naja. Do útoku. Do zbraně. Du bist dran, yeah. Ob es so irgendeinen Bonus gibt, wenn wir die Sachen zerstören? Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Also hier diese Angriffe und so. Bojujme. Guten Tag, die Herrschaft. Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, pane. Perfekt. Er hat einen gekillt. Do útoku. Jak žádáš. Einfach RIP. Do zbraně. Ano, pane. Okay, dafür sind die nice. Bojujme. Jak žádáš. Do zbraně! Ano, rozumím. Žádáš. Do útoku! Ano, rozumím. Ano, rozumím. Okay. Ano, okay. Rozumím. Nein, mein eigener Junge. Oh, nein. Ano, pane. Do zbraně! Bojujme. Dahin. Oh, der eine hat's hingekriegt, noch zu schießen. Uts. Vašim službám. Oh, lol. Ano, bojujme. Da hab ich noch nicht aufgepasst. Co přikazuješ? Vašim službám. Do útoku. Bin ich ehrlich, das war ein bisschen ungünstig jetzt hier. Da sind meine ganzen Klone jetzt rübergegangen, ne? Ha, ist da dumm gelaufen. Hm, jetzt sind die erst recht rübergegangen. Oh, hab ich nicht aufgepasst. Das ist ja schade. Wieso greifen die jetzt mich an? Das war ja voll die Frechheit jetzt. Ja, ich habe mal wieder ein zu kleines Bevölkerungslimit irgendwie. Man kann nicht angreifen und verteidigen gleichzeitig, ohne eine 5er mehr aufzubauen. Weiß ja nicht. Ano. Was stimmst du über? Ja, okay, ist natürlich jetzt schlecht, wenn ich von denen gekontert werde, von den ganzen Units, bin ich ehrlich. Vašim službám. Do útoku. Do zbraně. Co přikazuješ? Nee. Vašim službám. Do útoku. Ano. Vašim službám. Žádáš. Rozumím. Ano, pane. Killt sie. Bojujme. Spieß ihn auf. Jak žádáš. Do útoku. Na, aber es geht, ano, es geht voran. Do zbraně. Co přikazuješ? Do útoku. Der baut immer noch, ne? Mein Gott. Ano, co přikazuješ? Bojujme, vašim službám. Do útoku. Dann gehen wir mal ganz kurz hin, bauen da irgendwas auf. Jsem připravena. Robím v dolu. Komm, bitte ganz kurz her. Baut mal eben hier stavím, eine kleine Verteidigungsdingens auf. Stavím. So. Und dann hier natürlich auch. Stavím. So, einmal mal 5 Stück auf beide Seiten. Und dann kommt hier hinten nochmal ganz kurz eine Verteidigung. Stavím. So, 5 Stück auf der Seite. Mehr geht nicht. Okay, das ist okay. Hallo, Bieram. Leute, die sind immer noch im Kämpfen hier oben. Jungs, was geht mir doch ab?
K vašim službám. Ano. K vašim službám. Ano. Do zbraně. Hm, da kommt's aber leider der. Das ist natürlich ungünstig. Was willst du machen, ne? Und ich kriege Heal-Bonus, doppelt smart. Rozumím. Do útoku. Ano, pane. Bojujme. Na, ist egal. Komm, diesen Trip. Nein, nein, kurz zurück hier. Ist ja gar ano, kein Problem. Pane. Nochmal Kommando rückwärts, bitte. Bisschen mehr davon. Ein paar mehr Kanonen. Der blaue geht gut voran. Habe ich dann am Anfang doch ein bisschen unterschätzt. Der grüne ist irgendwie doch ein bisschen dumm. Den habe ich ein bisschen überschätzt. Ja, guck mal, der macht auch nur Trash und jetzt gerade noch. Der war mal besser. Am Anfang. Stark nachgelassen. Naja. Co žádáš? Stavím. Stavím. Zum Zumachen einfach nur, ne? Das ist nicht wundern. Das ist einfach nur zum Zumachen. Co přikazuješ? Vašim službám. Co přikazuješ? Vašim službám. Jak žádáš? So. Wir können auch gerne die Schützen da hinstellen, ich meine nur. Co přikazuješ? Vašim službám. Rozumím. Da haben wir die 1. Co přikazuješ? Jak žádáš? Ano. Dann haben wir die 2. Ja, ungünstiges Zeitpunkt. Bin ano, ich ehrlich. Do zbraně. Naja. Ja, die Units sind alle RIP, wie ich gesagt habe, aber ist ja nicht so schlimm. Ach, Mann, oh. Und putz. Ano, jak žádáš. Do útoku, bojujme. Do útoku. Bum. Bojujme. Do útoku, bojujme. Rozumím. Schaffen wir? Ja. Ano, pane. Do útoku, jak žádáš. Ano, pane. Ausgewichen, ich pack's nicht. Do zbraně. Ja, der Eigenbeschuss, den finde ich immer noch irgendwie richtig dumm. Weiß ich nicht. Mich würde mal interessieren, so wie ihr das seht, weil so Eigenbeschuss ist für mich eigentlich schon fast ein Ausschusskriterium für die immer gewesen. Weiß ich nicht. So, rein da. Ihr könnt mitgehen, komm. Ihr geht auch noch mit da rein. Ab in den Trupp. Rein da. Co přikazuješ? Vašim službám. Alle rein da, komm. Do zbraně. Gar nicht lange drauf warten, einfach rein. Wir speichern mal ganz kurz. Immer so ab und zu mal speichern, da darf man nicht vergessen, ne? So. Co žádáš? Stavím. Stavím. Ano. So, wenn ihr das alles fertig habt, könnt ihr zurück an Gold gehen. Robím v dolu. Noch mehr Units davon. Erstmal ganz kurz alle hier voll machen. So. Ano. Bojujme. Do útoku. Bojujme. Warum sind es eigentlich nur 4 Kanonen? Wo ist eigentlich die 5. Was ist die Nebenfrage? Irgendwie bin ich von den Hofnitzen nicht überzeugt. Was ist mit dir eigentlich? Ach so, lol, du bist echt eingesperrt. Na, ist ja dumm. Ano. Ja, dumm gelaufen. Zdarzbu. Zdarzbu. Zbieram. Zdarzbu. Zbieram. Zbieram. Die hängen auch fest. Zbieram. Ne? Mein Gott, Leute. Schön zerstören alles. Alles kaputt machen. Zerstört es. Jedes Detail. Oh Gott, das ist nur eine Kanone. Vorsicht. Kann ich auch? Hier, pass auf, gut. Der Blaue fängt die Kugel an. Rozumím, ano, pane. Ano. Do útoku. Rozumím. Bojujme. Gar kein Problem. Vašim službám. So, mit da reingehen bitte. Rozumím. Ich töten. Nein. Ano, Schwein. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano. Bojujme. Co přikazuješ? Do zbraně. Bisschen zurück mit den Sammelpunkten. Ja, die ganzen Deutschschritte sind natürlich ein bisschen schwierig damit meinen Helebardieren, bin ich ehrlich, aber naja. Eigentlich habe ich schon beides von denen gekonnt, was dumm ist, er konnte mich halt auch genauso gut. Weißt du, die Kavallerien sind da gut gegen die hier und die Nahkämpfer sind, also die Deutschschritte sind gut gegen meine Nahkämpfer. Also eigentlich ist es ein Doppelkonter hier. Mit anderen Worten, die sind ziemlich ausgeglichen. Eigentlich ziemlich gut. Jak žádáš, rozumím. Ano, pane. Bojujme. Co přikazuješ? Do útoku. Aber meine Truppen sammeln sich wieder an gerade. Ach nö. Ano. Co přikazuješ? Vašim službám. Do zbraně. Ano.
Bojujme! Zbraně! Ne! Ano, rozumím. Scheiße, Mann. Co přikazuje? Zbraně! Er wird sterben, oder? Egal, dann hier noch ein paar. Alles gut. Ano. So, rein da. Mehr Truppen. Immer mehr. Mal noch ein paar Hoffnizen, komm, drauf geschissen. Der braucht schon Gold, ne? Oh, ich habe nur noch eine. Drei. Nicht eine. Meine verloren, meine ich. Killt ihn. Killt ihn, danke. So, das ist auch kaputt. Hacke auf die Burg. Der geschickteste Schwertkämpfer der Welt wurde geschlagen. Wie unseren gefallenen Brüdern. Unsere Feinde sind nicht unbesiegbar. Stürmt in Scharen auf sie und treibt sie in den Abgrund. Das ist ja schwach, Mann. Er greift der Gelbe mich wieder mittendrin an. Ich dachte, da kommt jetzt erstmal nichts, aber doch, leider schon. Weil die Kanonen sind jetzt gerade drin, weil ich einmal in die Sekunde nicht hingeguckt habe. Na, ist doch egal, dann sind die alle tot. Nun gut, wieder hier sammeln, Jungs. Ihr seid mich alle gerade abgemetzelt worden. Das ist keine gute Sache. War schon stark. Die beiden Typen sind wieder fast RIP. Perfekt. Wieso sind die fast kaputt? Was passiert? Was hab ich verpasst? Zdasz buch. Mach ein bisschen Platz hier. Robim w dolu. Szczepu drzewo. W dolu. Jsem připraven. Robim w dolu. Jsem připraven. So, schön hacken lassen hier, Jungs und Mädels. Wo willst denn du eigentlich hin, Kumpel? Der Sammelpunkt ist doch hier. Wo willst du hin? Was ist mit dir? Ano. Was ein Vogel, ey. Ano, pane. Jak žádáš. 8 Kanonen, wieso sind das nur 8? Achso, ich hab nur 3 produziert, weil Gold leer war. Ja. 18. Ach, da kommt schon der nächste. Stark. Nein, nicht Kanonen, nein! Nur die eigenen Dinge zu treffen. Wunderschön. Mehr Units. Wir gehen die Ressourcen aber jetzt langsam komplett aus, ne? Das ist schade. Das ist nervig. Hey, du hast eine Kaserne für meine Fresse, was ist das denn? Ja gut, okay, das war's mit den ganzen Nahkämpfern, sehr belastend. Das ist nicht gut hier. Ja, da wäre ich doch eh aus, oder? Kannst du mal schießen, Junge? Was ist mit dir? Er schießt aber nicht, Mann. Stark. Die sind zu dumm einzutreffen. Auch super. Ich liebe es, ne? Also jetzt wisst ihr wenigstens genau, warum ich Kanonen eigentlich richtig scheiße finde. Ganz im Ernst. So. Ja gut, wenn der jetzt hier weitermacht, ne, weil das Ding ist ja eh fast RIP, gehen wir mal da oben hin. Auf geht's. Rein da. Super. Ihr könnt auch angreifen und gebt mich in den Top 1 rein. Mehr Units. Immer schön aufballern hier. So, alle sind wieder voll und unsere Ressourcen sind leer. Wunderschön. Ano. So, ihr drei könnt mal bitte ganz woanders hingehen, weil ihr seid mir ganz schön zu fett für diesen Punkt. Robim w dolu. So ist besser. Co žádáš? Und ihr beide geht bitte auch woanders hin. Und zwar da. Robim w dolu. Ano. So. Mal gucken, was funktioniert, dass wir diesmal so einen kleinen Streifen aufbauen. Ja, lol. Alter, wenn du es nicht mehr schaffst, gegen einen klarzukommen, dann hast du es verdient zu sterben, ganz im Ernst, ein Verreck halt. Es haben schon fähigere Männer als ihr versucht, mich zu töten. Spürt meinen erbitterten Zorn. Alter, seid ihr dumm? So wie den Zorn Gottes. Ano, mein Gott, jetzt sind die Kanonen hinterher. Naja. Machst du nichts. Könntest du dir mal bitte nicht durchlassen? Danke. Hallo, treffen? Alter. Ah, cool, die Armee ist fast tot. Ah ja, wunderschön. Genau jetzt kommt der Gelbe an. Ich dachte, der konzentriert sich gerade zu den anderen. Aber nö. Ist das eine Scheiße, Mann. Ja, wie soll man eine Nahverstärkung aufbauen? Da muss ich ja rein theoretisch durchgehend...
Kasernen mit den Gegnern. Das ist doch scheiße. Ano, pane. Do zbraně. Vaším službám. Ano. Do útoku. Vaším službám. Ano. Do útoku. Co přikazuje? Bojujme. Ano. Co přikazuje? Já jsem zkusím Bauarbeiter, man. Ano, pane. Okay, so viel Damage anrichten, wie es geht. Do útoku. Einfach rein. Ja, Kanonen sind tot. Hauptsache Gebäude, weil die Units sind eh egal. Bojujme. Tja, ist was mit den Hofnizen mal wieder. Schade aber auch. Ano. Do zbraně. Reicht noch für ein paar. Co přikazuje? Ano. Bojujme. Rozumím. Siehst du, ein paar Gebäude können wir noch down. Alles easy. Ist auf jeden Fall ein Erfolg. Ano, oh, jetzt muss ich wieder warten, bis alle produziert worden sind. Ich baue doch jetzt nicht jedes Mal die Front neu auf bei dem Gegner. Hm. Das ist ja doof. Ja, der Gelbe war ein bisschen nervig, jetzt bin ich ehrlich. Ach, guck mal an. Was alles aufgedeckt wird. Ja, aber ich glaube, ein Echo-Schlag wird bei dem nicht viel bringen, irgendwie so. Gefühlt machen die trotzdem an Units. Hat er diese Sounds, ne? Ano. Vaším službám. Jak žádáš. Ano, pane. Co přikazuješ? Ano. Co přikazuješ? Vaším službám. Rozumím. So, rein da. Ano. Der nächste ano, Trupp ist ready. Hey, der Grüne macht doch doch wieder ein bisschen Kavallerie. Cool. Da kann er doch ein bisschen was. Aber es ist wieder ein Klassiker, weißt du? Der Gegner macht wieder die besten Units, die es gibt. Unsere Verbündeten sind wieder die übelsten Lappen. Ist wie immer. Das ist eigentlich voll schade, dass man nie vernünftige Verbündete ano, kriegt. Ziehen ja noch eine Ecke fest, ey. Ich pack's nicht. So przykazujesz. Bojujme. Ano. Ano. Mehr Units. Vaším službám. Ano. Co přikazuješ? Steht der da rum? Ist der auch irgendwie dumm? Do zbraně. Ano. Vaším službám. Bojujme. Co přikazuješ? Hey, wieso ist denn der Trupp so klein? Ach, ich hab Steuerung gedrückt, ne? Vaším službám. Ano. Co přikazuješ? Ano. Co přikazuješ? Passt schon. Aber trotzdem eine andere Frage. Warum steht der nie... Warum steht der immer hier dumm rum? Ach, keine Ahnung, Mann. Es ist alles wieder komisch hier. Ano. Rozumím. Vaším službám. Do útoku. Ano. Vaším službám. Okay. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Okay, okay, okay. Bojujme. Ano. Do útoku. Cool, cool, cool. Wenigstens wird der gelbe Angriff schon mal jetzt abgewehrt. Das ist nice, nice, nice. Jak ano, rozumím. Ano, pane. Schön sammeln. Do zbraně. Vaším službám. Ano, pane. Bojujme. Rozumím. Ganz gefährlich. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Jak ano, pane. Žádáš. Do útoku. Rozumím. Jak žádáš. Ano, pane. Ej, mach jetzt keinen Bojujme. Scheiß. Ano, rozumím. Ano, pane. Do útoku. Rozumím. Kannst nicht bringen. Bojujme. Jak žádáš. Do útoku. Bojujme. Rozumím. Ano, pane. Kills ihn. Komm schon. Rozumím. Ano, rozumím. Danke. Ano, pane. Rozumím. Bojujme. Ich brauch Units. Ano. Ano, pane. Mehr. Units. Vaším službám. Do útoku. Ano. Schwache Leistung, Mann. Rozumím. Da reinhalten. Machen wir da mal gar keinen Damage, Jungs. Ich meine, die Kanonen sind bestimmt richtig nice, wenn man die durchgehend beobachtet und dauerhaft selber steuert. Aber ich bringe, glaube ich, mehr Leute für mich selbst um als der Gegner. Also keine Ahnung. Weiß ja nicht, ob sie so gut sind. Jak žádáš. Bojujme. Rozumíš. Ano, pane. Do útoku. Rozumím. Ano, žádáš. Do zbraně. Ano, pane. Ich bin noch nicht so überzeugt. Bojujme. Ano, rozumím. Jak žádáš. Do útoku. Ano. Rein da. Přikazuješ. Ano, vaším službám. Ich komme auch langsam nicht hinterher hier, ne? Irgendwie wird das nichts. Rozumím, rozumím. Bojujme. Ano, žádáš. Das ist schlecht. Jak žádáš. Do útoku. Jak žádáš. Der hat's erwischt. Ja, das war's doch schon mit meinen Units. Irgendwie brauchen die Verstärkungsleute echt lange. Rozumím. Bin ich ehrlich, ist nicht so gut. Selbst der Grüne kommt schnell zur Verstärkung als meine eigenen Jungs. Mein Gott. Bojujme. Ano, pane. Ano, pane. Jak žádáš. Okay, jetzt rein da. Ano. So, noch mehr Units. Nachschieben. Immer rein da. Neu produzieren. Reicht nicht, Nahrung leer. Dumm gelaufen. Kaputt.
Aduz! Do zbraně! Killt ihn! So ist gut. Schön draufhalten. Kanone ist RIP. Braucht trotzdem zwei Schüsse, frech. Drei sogar, ui. Ano, pane, rozumím. Jak žádá. Auf den Turm, befestigter Turm, alles klar. Schön im Trupp bleiben, Jungs, sonst werdet ihr wieder sterben, unnötig. Jak žádáš. Ano, rozumím. Jak žádá. Alle schön zurückbleiben. Jak žádá. Das sind eine Menge Leute. Reinhalten. Schießt. Schießt. Okay, die sind echt zu schwach. Mir gefällt es noch nicht so ganz mit den Angriffen irgendwie. Bin ich noch zu schwach so gefühlt. Das war's mit den Hofnitzen. Sehr belastend. Fünf neue, bitte. Denn auch die Verstärkung ist leider jetzt rückgetreten. Ja, ich müsste eigentlich hingehen, Kasernen, Schießanlagen genau vor ihm bauen und halt die Versorgungslinie schneller da zu haben. Weil so dauert das einfach zu lange. Mein Problem daran ist einfach nur... Ano? Das lohnt sich gefühlt irgendwie nicht. Stavim, weiß ich nicht. Stavim, Buch. Stavim, Sujadash. Ich dachte, da kann ich nicht bauen. Chepu drevo. Ist aber nicht mehr ernst. Dann halt nicht, dann bist du halt jetzt Holzfäller. Sem připraven. Vykonám to. Pravdu zbieram. Vykonám to. Ja, du kannst ein Feld machen da. Stavim. Stažbuch. Ja, machen wir jetzt hier ein Feld. Stavim. Passt schon. So, sammeln wir mal ganz kurz ein paar Ressourcen hier, weil ich bin nämlich komplett RIP, was Rohstoffe angeht. Da kommt der Graue schon wieder. Umbaut genau für meine Fresse im Gebäude, danke. Co přikazuješ? Rozumím. Bojujme. Ano. Ano, pane. Do útoku. Nein, da. Nein, ihr seid jetzt passiv hier. Ja, danke. Co přikazuješ? Sehr schön. Ano. Ja, die Kanonen, ich weiß nicht, also ich sehe es ganz, ganz häufig, dass Leute gerne Kanonen spielen. Und immer wenn ich gegen die spiele, sind die sau, sau gut. Mein Problem ist nur, der Eigenbeschuss ist so hoch, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das sich lohnt irgendwie. Gefühlt ist es immer scheiße, wenn man die nicht selber steuert. Wenn du die selber steuerst und durchgehend wirklich darauf achten kannst, dann glaube ich wirklich, jo, dann sind die wirklich krass tatsächlich. Aber so sehe ich es irgendwie nicht, weiß ich nicht. Da bin ich einfach noch ein bisschen enttäuscht von. Ich müsste eigentlich auch noch ein paar mehr Dorfbewohner machen, um ein bisschen mehr Nahrung zu bekommen. Aber, ja. Ich bin schon zu viel, wenn wir jetzt ein gutes Bevölkerungsmittel haben. So. Ja. Ist trotzdem zu wenig. ja, wir gehen trotzdem rein, ne? Ja. Rein da. Ich habe alles kriegen wir trotzdem auch noch okay, weil da sind nur ein paar Gebäude mehr. Und das Lager hier ist ja wirklich schon echt im Arsch. Ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr lange da. Das, mein Problem ist nur, ich wette mit dir jetzt gleich eh der Gelbe wieder reingegrätscht kommt hier, aber es ist auch egal. Der Blaue wird irgendwie gar nicht angegriffen, ne? Ich meine, finde ich gut, aber... Ich meine, ich finde es auch ein bisschen frech, ja? Guck mal, er ist ja Polen, ja? Schauen wir uns mal an, was die Polen können. Weil ich habe keine Ahnung. Haben die Paladine? Nee. Aber Flügelhusaren. Warum hat er zum Beispiel keine Flügelhusaren, ja? Das finde ich schon frech irgendwie. Oder guckst hin, er hat hier zwei Schwertkämpfer. Ja, wir haben gerade gesehen, die Polen, die haben Elitekämpfer. Weißt du, warum sind meine Verbündeten automatisch schlechter? Och, stark. Ja, das ist doch ein Schmutz. Ich glaube, im Gebäude geht's schon, aber nee, geht nicht. Aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich so schade, dass die Verbündeten bei jedem Szenario immer schlechter sind als die Gegner. Die könnten doch wohl... Ich meine, die können ja die Gegner trotzdem stärker machen, ja, keine Frage, aber die Verbündeten müssen ja keine absoluten Lappen sein, weiß ich mal. Weil die schaffen es ja nicht mal, sich selber zu halten oder nicht mal irgendwie ein bisschen anzugreifen. Da siehst du immer nur so schwache Einheiten, weiß ich. Also ich weiß nicht, irgendwie ist das enttäuschend. Ano, nun ja. Okay. Ano, pane. Geht aber gut, geht gut. Ano. Die Kanonen sind irgendwie nicht so geil, Mann. So, Feuer jetzt hier. Oder schießen. Killt ihn. Müsste selber zielen, weil so macht es keinen Sinn. Ano. Alter, das ist ein Kompetenz-Team. Siehst du, einmal selber gezielt getroffen. So, reinhalten. So, aggressiv. Ach, jetzt kommt der Gelbe. Ja, optimales Timing, danke.
Do útoku. Rozumím. Ano, pane. Štak. Co přikazuješ? Do zbraně. Do útoku. Rozumím. Ano, pane. Zamlň a šísni. Vašim přikazuješ. Do útoku. Bojujme. Do zbraně. Ano, oh, rozumím. Jak žádáš. Bojujme. Rozumím. Švajn. Jak žádáš. Do útoku. Vašim službám. Bojujme. Ano. Vašim službám. Ano. Okay, weißt du was, ich kann nur, geht jetzt auf die Burg. Und wieder ist die Armee. Ja, die Nachversorgung. Ich muss wirklich Gebäude dahin bauen. Das ist scheiße. Aber irgendwie weiß ich nicht, so Gebäude hinbauen, dann bist du halt... Ich kann es dir nicht mehr rohstofftechnisch nachliefern lassen, so was ich meine. Das hilft mir auch nicht unbedingt so krass viel weiter. Ja, schon. Aber dazu schon wir jetzt irgendwie die Grüne empfehlen, weißt du? Ich werde von Gelben rechts mit Paladin angegriffen. Der hätte Grün ja ruhig helfen können. Aber es war schon wieder dasselbe, wie die ganze Zeit schon vorher. Dieser Hallo. Gleiche Rhythmus irgendwie, der mich leider ein bisschen dran kriegt. Mein Problem ist nämlich immer, meine ganzen Nahkämpfer sterben an den Deutschrittern. Und dann kommt die Paladine von hinten, genau wenn gerade meine ganzen Hellebardiere tot sind, und killen dann die ganzen Fernkämpfer. Ist eine ungünstige Mischung, bin ich ehrlich. Naja. Jetzt wird es gar keine aufliezen, ne? Ist auch scheißegal, ganz ehrlich. Die sind gefühlt nutzlos, Mann. So. Rein. Ano, pane. Do zbraně. Do zbraně. Ano. Do útoku. Vašim službám. Schön. Hey, ich hatte sonst mal 6. Ah, nee, 79, genau. Ja, passt. Sujadash. Ano. Ihr habt nichts zu tun, warum nicht, weil ihr scheiße seid. Okay. Jsem připraven. Stavím. Ano. Dann mach mal ein bisschen mehr. Stavím. Sujadash. Stavím. Ano. Uff. Stavím. Jsem připraven. Dann geh halt... Ach, weißt du, was ist mir auch Wayne? Geh halt einfach da machen. Stavim. Scheißegal. Ja. Weißt du was? Rozumím. Scheiß drauf, Alter. Geh einfach durch. Rozumím. Ano. Ano, pane. Do útoku. Rozumím. Do zbraně. Cool. Ja, wenn die ganzen Jungs da runtergehen, ist mir auch egal. Ja, genau. Da kommt auf die ganze Armee angelaufen. Ano. Krass. Jak žádáš. Die schaffen es nicht, Informationen zu laufen. Ich bin připravena. Hey, du hast nichts zu tun? Wieso nicht? Hm. Noch eine Feldlose. Co přikazuješ? Vašim službám. Do útoku. Na kommt, kämpft, Jungs. Macht sie alle, alle. Hm, guter Hit. Ano, ano, pane. Do zbraně. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano. Killt ihn. Vašim službám. Ano, pane. Žádá. Ano. Der Horn ist gestürzt auf die fahle Erde. Ein unheilvoller Tag. Ano, pane. Nicht getroffen. Do zbraně. Rozumím. Ano, pane. Was für ein Lappen, Mann. Do útoku. Jak žádáš. So, abhauen, Jungs. Wir werden verfolgt. Nur so als keine Info. Ano, pane. Rozumím. Do zbraně. Jak žádáš. Do útoku. Ano, pane. Okay. Bojujme. Jak žádáš. Geht bitte. Ano, pane. So, die Grauen haben auf jeden Fall schon mal tot. Das ist gut. Okay, er hat uns nicht mehr gesehen. Alles easy. Ja. Hm. Ich meine, die KIs ist halt... Ich finde es schwierig. Irgendwie machen die was, aber gefühlt, da die halt nur so Lappen-Einheiten bauen... Ich meine, er ist Litauer. Kann Litauen... Könnt ihr nicht Paladine machen? Ja, guck mal, die können auch Paladine machen. Weißt du? Wenn die wenigstens mit ebenbürtigen Einheiten angreifen würden. Wenigstens das, weißt du? Ano. Aber nö. Rozumím. Co přikazuješ? Ano, pane. Nicht mal das gibt er uns. Rozumím. Rozumím. Vašim službám. Do útoku. Ano. So, mehr Einheiten bitte. Alles schön vollballern. Ja, Nahrung klappt nicht so gut. Wir müssen vielleicht mal Becher von Gold wegnehmen oder von Holz, die noch mehr Nahrung machen. Ano. Stavím. Jsem připravena. Stavím. Zwei da weg. Ano. Stavím. Co žádáš? Stavím. Jsem připraven. Stavím. Co žádáš? Stavím. So, dřevo. Schon ein paar Holzfäller weg, dann können wir noch zwei von Gold wegnehmen. Co žádáš? Robím v dolu. Die damit an Holz sind. Stavím. Dann passt das Ganze schon wieder. Ist alles easy. Co přikazuješ? Rozumím. Okay, das schaffen die, hoffe ich. Ja, nicht wir schaffen es nicht. Hm? Ah, die auch nicht. Nice. Hab ich nicht Daumenring entwickelt? Ah, nee, ich habe keinen Daumenring. Ah. Stimmt, da war ja was. Do zbraně. Weil irgendwie treffen die nie. Vašim službám.
Kann er eigentlich Kreuzritter bauen oder kriegt er die einfach geschenkt? Weil irgendwie hat er davon echt viele. Anno, go Doku! Ja, aber gegen den ist easy. Der hat zwar auch Elite-Kämpfer und so, aber gegen den Rest von ihm ist easy. Guck mal, da haben sie wenigstens ein bisschen hier verteilt. Finde ich, da bin ich zufrieden mit. Also Gebäude können sie kaputt machen, die KIs. Das sind sie befähigt zu. Immerhin. So. Die Hoffnitz, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von. Für Gebäude, mega nice. Bei Einheiten natürlich, ist klar, schade. Aber naja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch in den nächsten Missionen ein paar Missionen, wo die richtig, richtig geil abgehen. Anno. Wer weiß das schon. Dozbranie! Ah, die Stimmen sind cool. Ach, stark! Der kann ja machen, was er will. Mit so ein paar gelben Einheiten. Danke. Ich hab gar keinen Stein übrig. Frech. Ach so. Ja, hab ich den Turm angegriffen, ne? Bin ich selber schuld. Also siehst du so ein paar der Badiere und zack sind die bei der Diene tot. Dumm nur, wenn der Gegner drei Schritte hat. Und von unten kommt gerade. Richtig ungünstig. Ich weiß ja nicht, Jungs, aber könnt ihr bitte auf Abstand bleiben? Schieß doch, Mann. Komm. Nein, nicht zielen. Schießen. Bitte. Mein Gott. So, schön reinhalten. Rein da. Mein Gott. Kurz den Grünen helfen. Boah, stell dir vor, der wird auch Paladine schicken. Der wäre halt wirklich ein guter Verbündeter. Ganz ehrlich. Aber er schickt Kavaliere und Plänkler, so, weißt du? Weiß ich nicht, du. Naja. Ah, egal, hat geholfen, irgendwie. Schön nachhalten hier. Oh, stark. Killt sie alle. Bitte. So, rein da. Die treffen aber auch gar nicht, die Kanoniere. Ne? Muss ich schon fast eher hier aber Lästenschutz machen als die hier. Rein da. Nein, echt jetzt, Jungs. Die beiden Gebäude hier? Euer Ernst? So, umbringen. Die treffen null. Ja, wir müssen trotzdem reichen eigentlich. Ja, reicht. Nice. Der Feind hat unseren Ordensmarschall getötet. Hat Gott uns in unserer dunkelsten Stunde verlassen? Rosumi. Gottes Gnade. Haben wir auf dem Schlachtfeld gesiegt? Ja, Gaude, Gottes Gnade. Das ist, dank dem auf jeden Fall, genau. WTF. Ja, die Mission fand ich komisch, bin ich ehrlich. Ich meine, ja, ich hätte eigentlich die Produktionsgebäude weiter vorne bauen müssen, aber... Nee. Ich bin irgendwie ein bisschen begeisterter, muss ich ganz ehrlich sagen, von Arbalestenschützen generell als von leichten Kanonieren. Das gleiche gilt auch für Kanonen und Tribocke. Irgendwie finde ich Kanonen so ein bisschen meh im Vergleich zu den Dingen. Also generell Schwarzpulver-Units sind irgendwie nicht so geil gefühlt. Ich meine, ja, die sind extrem stark. Seht das jetzt nicht falsch, ne? Aber gefühlt sind Arbalestenschützen einfach viel besser. So im Gesamtbild. Die sind gefühlt immer schneller, du kannst mit dem besser kiten, die treffen sowieso viel öfter, du siehst die Pfeile auch tatsächlich, die Kugeln sind sehr schwer zu sehen, teilweise wenn die schießen, was jetzt nur ein Mini-Detail ist, aber ist egal. Und generell, die sind zwar gut gegen alles, was irgendwie so Nahkampf-Units und so weiter ist, aber die Arbalestenschützen gefühlt rasieren die durch viel mehr Gegner einfacher durch. Weiß ich nicht, also irgendwie sehe ich mich da mit den Arbalestenschützen mehr. Die Hellebardiere sind auf jeden Fall immer nice, die sind immer cool, war halt nur hier ungünstig wegen Deutschritter, bin ich ehrlich. Aber die Hoffnitzen, ja, gegen Gebäude und so sind die extrem geil. Ja, generell, die Unit ist bestimmt richtig cool.
aber irgendwie fühlen die sich jetzt nicht so viel stärker an wie eine normale Kanone. Bin ich ehrlich. Ja, die Karte brauche ich euch nicht zeigen hier, denke ich mal, weil wir haben ja quasi alles gesehen, bis auf die paar Produktionsgebäude dahinter. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Unser Sieg war schrecklich, aber überwältigend. Reisende werden noch lange die Ausmaße dieses Friedhofs bestaunen, den die größte Schlacht unserer Zeit hier hinterlassen hat. Da die teutonische Armee geschlagen war, bauten wir unseren Vorteil rasch aus. Die Burg Reden wurde schnell erobert, doch dieser Triumph hatte einen hohen Preis. Mein Förderer Johann Sokol, der für mich wie ein zweiter Vater war, starb an einer Vergiftung. Ein unwürdiges Ende für einen solch großen Anführer. Für den polnischen König und seine Verbündeten war der Sieg ein Grund zum Feiern. Für uns hingegen war es ein trauriges Ende. Wir marschieren nun zurück in unser geliebtes Böhmen, mit prall gefüllten Taschen voller Münzen und unsagbar schwerem Herzen.